Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS17 hier auf der Karte Hofbergmann. So, zweiter Teil für heute. Wir gucken mal, den wollte ich jetzt rüber, aber nicht, dass hier der Händler auch wieder zumacht. Muss den Deckel nochmal zumachen. So. Licht an. Die Reflexion ist doch geil, oder? So. Und dann wollen wir nach Hause fahren. 10.000 Liter, schon ein bisschen viel, hätten sie auch weniger nehmen können. Also was ich jetzt hier erfahren habe, was ich sehr interessant fand, wir könnten auch am Viehhändler, Schweinefutter kaufen. Ja. Aber ich weiß nicht, ich möchte es glaube ich trotzdem lieber selbst machen. Irgendwie... Na, ich weiß noch nicht. Das Problem ist natürlich klar, wenn Kartoffeln ernten und so, müssen wir jetzt das Feld pachten und ja. Aber andererseits ist es natürlich eine Frage, wahrscheinlich ist es dann doch wesentlich billiger, dann das selber zu produzieren. Ich denke mal selbst, wenn wir dann da mit einer Ernte anfangen und so, ich meine, und das noch im Feld pachten wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Weil wir können ja noch gut Felder gebrauchen, ne? Den Mais muss ich noch ernten. Das war hier das andere Trocknungslager, oder? Den Mais muss ich noch ernten. Den würde ich aber auch dann wahrscheinlich so einlagern, also dass wir nochmal für unseren Drescher ein Mais-Schneidwerk kaufen. Ja, und Gras würde ich auch noch ganz gerne mähen. Und das würde ich ganz gerne zur Silage verarbeiten. Man blinkt gar nicht. Jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel man da einlagern kann. Ich bin hier mal mit dieser Pumpe da, wie das dann wohl funktioniert. Die müssen wir ja dann irgendwie hier reinhängen, aber naja, erstmal müssen wir mal Schweine haben, ne? So, war doch irgendwie noch ein Haken. Ist da auch ein Schlauch zu sehen? Oh, ich komme nicht hin. Ja, schon cool, ne? Ich hoffe, wir kriegen alles rein. Na, es könnte gut sein, dass es passt. So, dann müssen wir aber die Säcke. Ja, zum Glück könnten die auch stehen bleiben. Jedenfalls müssen wir mal Getreide holen. So. So. Dann stelle ich jetzt das Wasserfass erstmal wieder weg. Das sollte erstmal eine Weile reichen, denke ich mal, ne?
Ich frage mich gerade, wo ich die Schaufel hingepackt habe. Habe ich die wieder nach hinten, dahinter das Gebäude gelegt, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Ah, ich lasse den jetzt extra nochmal leer. Ich weiß noch, wie das Wasser wieder brauchen. So. Hier mal schnell einen Kelchermann drüber halten hier. Ja. Zum Glück keine Nachbarn, die das nervt. Ja, der Motor lasse ich laufen, damit er nicht absäuft. So, passt. Passt doch. Gut. Dann haben wir mal Getreide ran. Na, wir hätten das Tor dazu gemacht. Ich habe den Case hier auch als Mod gesehen und den kriegst du auch mit Fronthydraulik. Ist auch nicht verkehrt, ne? Die sind überhaupt nicht hässlich. Da gab es jetzt Kommentare, ich glaube der Balu war es, dass die Dinger hässlich sind. So schlimm ist das doch gar nicht, oder? Ich finde, das passt doch auch gut hier hin eigentlich. Hm, mir gefällt's. So. Saatgut. Ach, da ist die Schaufel. Da ist sie ja. Gerade einmal, da wo ich jetzt einen Anhänger habe, wegen dem Kalk holen, aber ich wüsste jetzt echt gerade nicht, wo Kai am meint. Da muss ich nochmal nachlesen. Da ist auch noch eine Schaufel, ne? So, jetzt wollen wir erstmal Getreide. Dann schmeißen wir mal die Maschine an. Aber so eine Ladung, das reicht dann erstmal. Ja, dann haben wir erstmal Saatgut, glaube ich, reichlich. Könnte man dann auch verkaufen? Die Frage ist natürlich, so, nur mal kurz zum Gucken. Ne? Pass auf. Also, jetzt mal angenommen, wir würden jetzt hier unsere Gerste nehmen. Kriegen wir jetzt aktuell beim Viehhandel 1200 für. So, wenn ich jetzt mal nach Saatgut gucke. Wo ist es denn? Ich jetzt wieder überspringe. Ist das hier nicht Saatgut? Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Was sind das für Paletten hier? Soll das Weizen sein, oder? Also wenn das Saatgut wäre, dann kriegst du da 3061 für, ne? 3061 2002. Okay. Das lohnt sich mal in der Tat. So, jetzt wollen wir erstmal ich weiß nicht, 5000 oder was? Und hier erstmal reichen. Ist natürlich schon fies angebracht, das Ding, ne? Also hier mit dem Drehschirm, ja, krieg ich hin auch, ja, aber
Du musst schon friemeln. Aber nicht negativ, ist echt nicht negativ gemeint. Ich mag das ja. Zu einfach ist auch doof. Ja. Wenn man hier ein bisschen übt, dann kriegt man sicherlich auch gut hin. So, steht eigentlich perfekt. Was haben wir denn? Gerste. Ja, das sollte erstmal reichen. Das tue ich jetzt hier erstmal wieder reinfriemeln. Das hast du dir so gedacht. So geht das nicht. Ne? Der Tom stellt es jetzt schon so einfach vor. Ja, weißt du was, dann kipp ich es doch hier hin und dann, oder? Ich will es hier auch nicht in den Dreck schütten. So. Hoffentlich war das die richtige Entscheidung. Deponieren nur den Anhänger hier wieder. Wie schon den Stottern. Verdammt. So. Okay. Jetzt sind wir zum Radlader. Weißt du, was der auch mal machen könnte? Da hätte immer das Holz noch so doof rumliegen. Ne? Das könnten wir auch nochmal wegpacken. Aber das machen wir jetzt nicht. Dann soll jetzt mal die Maschine zum Laufen gebracht werden. Dann können wir nach hinten legen. Jetzt gehen wir die andere Schaufel oben lassen und nehmen hier einfach die hier. Ich finde ja nichts wieder, ne? Ist nur wieder. Darf es echt nicht vergessen, dass ich die wieder zurückpacke. Und sogar eine Silo-Zange. Okay. So. Dann nehmen wir es in meinem Betrieb. Ist hier nicht wirklich was, aber ich kann ja nochmal ausfahren. Willst du mal auch nicht daneben kippen? Mach ich nur so ein bisschen.
So macht's Sinn, ne? Voll ausgefahren. Die Schaufel findet sich da ja gar nicht wieder in dem Teil. Hat der echt ein Wahnsinnsfassungsvermögen. Ja, das war so echt nur eine halbe Schaufel hier. So. Jetzt aber. Mit Anlauf. Du müsst ja auch automatisch angehen, ne? Ich glaube nicht, dass ich die anschalten muss. Und da oben, da siehst du echt nichts mehr, ne? Kannst du wirklich dann nur nach Gefühl. So. Die machen wir noch voll. Wie lange braucht ihr denn zum Anlaufen? Weil ich sie anstellen muss, dann machen wir es gleich. Wenn ich den Rest hier eingeschaufelt habe. Ja, wie gesagt, dann diese 5000. Das muss dann reichen. Das ist wieder ausgekippt, ich Depp. Warte mal, auf minus 4, so. Ja, wenn jetzt ein paar Krümel liegen, dann ist es halt so. Und die nochmal ein bisschen wegfegen. Huch. Hoppala. So. Rein damit. Okay. Ja, jetzt läuft sie dran. Huch. Gleich zu sehen. Oh, unser erstes eigenes Saatgut. Hat doch was. Okay. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Und hier sieht man Fertilizer. Achso, der ist voll. Okay, denn, also mehr als 10.000 gehen da auch nicht rein. Aber es ist ja genau optimal geholt. Und ja, die Säcke werden natürlich vorher noch aufbrauchen. Ne? Vorher dann das eigene hier nehmen. Und ich bin mal gespannt, ob er denn hier auch alles lagern kann. Ob ich... denke mal schon, da ist auch noch ein bisschen Platz drin. Ja. In der nächsten Folge holen wir dann halt den LKW ab. Das Ding, dass wir dann schon die Nacht dann mal durchspringen werden. Allerdings würde ich dann vorher hier noch so ein bisschen nacharbeiten wollen, dass wir nicht so ein ungleichmäßiges Wachstum haben. Und dann müssen wir uns halt noch Gedanken machen. Wegen dem Schneidwerk. Aber das brauchen wir so oder so. Also da kommen wir ja nicht drum rum. Das holen wir uns dann auch noch. Und dann können wir das andere Feld auch abernten. Und dann da auch wieder neu einsehen, dass es vorangeht. Ne? Und dann die Kartoffelgeschichte werden wir auch eingehen. Es wird ja auch ein bisschen Geld reinkommen. Über Nacht bin ich mal gespannt. Die erste Kohle, die kommt für die Solargeschichte. Ne?
YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Daumen, ne? Ganz wichtig für mich und sind der größte Lohn, da freue ich mich riesig drüber und wenn dann noch ein Kommentar dazu schreibt, dann ist es noch besser, da freue ich mich auch mal drüber und können wir gerne drüber in Kommunikation treten. Ich antworte eigentlich fast immer. Ne? Mach's gut. Ciao YouTube.